Ja, liebe Freunde, was soll ich sagen? Da sind wir auch schon wieder. Es geht nahtlos weiter. Wir sind gerade hier auf der Salvation im Angriffsflug auf Kamino. Ja, das Imperium hat uns zwar erwartet und leistet hier so ein bisschen Gegenwiderstand, ne? Vader hat uns hier ein paar geklonte Jedi, glaube ich, entgegengeschickt. Oder Sith vielmehr. Was soll ich sagen, ne? Hat halt einfach keine Chance gegen uns. Wir haben uns auch dazu entschieden, das Spiel ein bisschen spannender zu machen, indem wir hier bei den Lichtschwertern nur noch Sachen mitnehmen, die uns viel mehr Machtpunkte geben, ja, soweit nützlich ist, wie mehr Schaden, Machtkräfte verbrauchen weniger Machtenergie, mehr Leben zurück und so ein Shit brauchen wir alles nicht, ja. Ganz ehrlich, wer sich mit uns anlegt, wir waren ein bisschen unschlüssig, ja, haben dann auf Dagobah gesehen, Juno ist in Gefahr, Leute, da seid ihr auch einfach selber schuld. Vader hat scheinbar nicht gelernt aus Teil 1, ja, meint hier nur, weil jetzt der echte Tod ist, sein Klon wird ihm nichts können, so. Wie gesagt, wir nehmen hier alles mit an Machtpunkten, was wir irgendwie kriegen, weil wir wollen nochmal schön bis zum Ende hier alles ausreizen. Ja, gerade die Lichtschwertangriffe müssen nochmal stärker werden, im besten Fall auch der Machtschub. Ja, und Freunde, wie gesagt, wir waren auf Dagobah, haben uns da selbst gefunden, haben uns dann doch entschieden, bei dem ganzen Bums hier mitzumachen. Und wie gesagt, wenn es halt um Juno geht, ich kenne da nichts. Ihr seid ja richtig stark. Ihr seid ja richtig stark, würde ich sagen. Jo, okay. Ey, wovon kriege ich denn hier den heftigen Damage? Ja, schrei mal nicht so rum. Du weißt gerade ein bisschen hier. Ne? Ja! Der Sniper sitzt so hier. Ich wahnsinnig. Komm mal hier durch. Ei, du bist weg. Ja. Tut mir jetzt auch leid. Tschö. Warte mal, konnte ich die hier nicht. Ich dachte mal, ich bin Witz. Wenn ich mich da richtig erinnere. Scheinbar nicht richtig erinnert. Schon. Ich will hier nicht abgeknallt werden von den Leuten. Alter! Mach hinne! Ja, ich bin auch schon da, Freunde. Ich weiß, ich habe lange gewartet, aber ich bin auch schon da. Was hast du denn da noch? Naja, keine Ahnung. Wir halten uns natürlich weiter in Ausschau hier nach Holocrons, ist ja Logo. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier einmal durch das ganze Schiff durchkämpfen, ist aber nicht so das Problem. Ne? Wie gesagt, ich feiere es natürlich immer noch im Hintergrund, die Mucke aus den einzelnen Filmen immer wieder zu hören. Ist, ja, hier. Ist halt nicht so geil, wenn es dann quasi auf YouTube sieht es halt nicht so gerne, ja. Gerade wenn ich nicht rede, kriege ich da immer Benachrichtigungen von wegen Urheberrechtsverletzungen und so. Ist natürlich vollkommen irrelevant, weil ich absolut sowieso kein Geld damit verdiene. Ich gehe nochmal zurück, weil da kann man das auch machen, oder? Ich weiß nicht, kann man es da machen? Wir schauen mal. Komm schon, jetzt mach hin. Wie gesagt, wir brauchen alles an Machtpunkten, was wir kriegen können. Ja, jetzt können wir es machen. Ist da was? Wahrscheinlich nicht. Aber ja, Machtpunkte, wie gesagt. Nee, hab ich auch nicht mal bekommen. Ist ja lame. Ist ja lame. Das muss ich ja nochmal machen. Egal. Auf jeden Fall, Freunde. Es neigt sich wahrscheinlich wirklich bald dem Ende zu. Auf Kamino hat es angefangen. Auf Kamino wird es auch enden, habe ich das Gefühl. Hallo. Alter, jetzt stuck da doch nicht drin fest, Junge. Aber wir lassen uns mal überraschen, ne? Muss noch weitergehen. Ich kann mich ganz im Ernst nicht mehr allzu gut ans Ende erinnern. Oder weiß ich auch gar nicht mehr ungefähr, ne, wie lange es noch wirklich dauert. Ja, und jetzt? Kann ich alles durch nochmal? Hab ich nicht. Ich sehe hier gerade nichts zum Machen. Kann ich halt wirklich durchspringen? Ah, ne, hier. Ach, schon. Ja, und die stellen jetzt hier ein so ein Teil hin, oder was? Die stellt jetzt wirklich ein so ein Viech hier hin. Oh, das war zu früh. Ja, ist ja gut.
Ja, das ein sonst fliegt hier hin, weil ihr meint, das könnte, kann mich aufhalten, ja? Okay. Hat fast funktioniert. Hat fast funktioniert, liebe Freunde. Ja, wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier durch den Maschinenraum irgendwie einen Weg freikämpfen. Kannst du nicht auch einfach mal anders stehen bleiben? Dann dauert es nicht immer so ewig. Der Rückstoß ist schon strong, muss man anerkennen, ja. Freunde, da bitte, ich will euch... Ach, ihn kann ich. Aber da kann ich nicht. Ich will da auch noch. Doch, kann ich. Sehr schön. Was holen wir lang? Da lang. Das heißt, wir gehen erstmal nochmal hier hin. Alter, der macht es. Ich tipp den nur einmal an. Und da ist schon Ende. Geil. Was bringt es mir was, hier noch reinzugehen? Nee, warum kann ich jetzt hier hin? Ja, Freunde, warum kann ich jetzt hier hin, wenn hier nichts ist? Ist doch dumm. Ist doch, weiß ich nicht, enttäuschend. Naja, dann immerhin hier hoch. Zack. Eins, zwei und hier rüber. Gibt es hier hinter noch was? Nee. Und jetzt da wieder runter. Ich riegele den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. Jetzt bin ich hier oben drauf. Ah, ich bin wieder zurück. I see. Deshalb landet man hier oben drauf. Warte mal, da unten ist wirklich schon ein Vieh, was mich angreift. Und jetzt gerade versucht hat, hier hoch zu... Siehst du da nicht mal ein... Okay, wir warten mal kurz. Einfach, dass das Vieh da unten schon mal down ist mit kleinen Raketen. Ja, das können wir ja schon mal easy machen. Ist er schon mal wenigstens down? Ne, ist er nicht. Er ist ausgewichen. Hä? Als ob er davon kein Damage bekommt. Jetzt hat er sich da selber reingestuckt? Ist der eigentlich komplett dumm? Der ist doch völlig dumm. So, stirb. Hä? Du bist doch nicht tot? Hallo? Freunde. Ja, wir machen das ganz entspannt. Du warst doch gerade schon auf A. Hast du dich repariert oder was? Danke. Oh, eine Hilfe, Soldat, ja. Ach so. Zack. Wer bist du? Komm mal her, ich hab hier was für dich. Hey, den hat es komplett zerscheppert. Ja, da habe ich jetzt. Ja, ne? Komm ich hier für den Rauch raus? Und jetzt ist es wieder repariert? Nee. Ja, wo darf ich denn jetzt lang? Achso, ihr kommt auch. Wo kommt ihr denn daher auf einmal? Ich komm einfach jetzt mal neu oder was? Knallt ihn ab, Junge. So nämlich. Wo kommt ihr denn her hier? Hier ist doch gar nichts. Das ist unser Schiff. Wie kommt ihr hierher? Von wo? Diese Sniper sind immer echt komplett nervig. Da gehe ich jetzt hoch, Alter. Die mache ich jetzt weg. Die mache ich jetzt weg. Da kenne ich gar nichts mehr. So nämlich. Was hat man davon, wenn man den Rückstoß unterschätzt? Ja, runter mit dir. Runter mit dir.
Na, und jetzt kommst du hier hoch? Ah, ja, er läuft da wirklich rein. Nee, 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 ich will hier nicht. Kannst du denn nicht noch leben? Junge. Ich bin besser als ihr alle. Mächtiger, stärker. Gebt einfach auf, Freunde. Ihr habt keine Schnitte. Bewegung. Alles klar. So, wir nehmen hier natürlich alles an Machtpunkten in irgendeiner Form mit. Ja, das heißt, hier schön. Alter, wirklich. Was ist denn erst passiert? Zack, hier lang. Hier machen wir das auch nochmal. Aber das ist halt sick. Neuen Schwertkristall. Die soll man irgendwie finden, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal gleich mal rein hier. Ah, von irgendwann einen zweiten. Meditation. Geil. Ich glaube, geil wäre hiervon zwei. Ne? Vom Fokus zwei werden, glaube ich, nochmal ganz cool. Ich weiß nicht, können wir noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Hat er jetzt gerade wirklich versucht, hier eine Granate runterzuwerfen? Witziger Typ. Ah, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Was gibt's hier jetzt für Leute? Gibt's hier wieder einen Holocron? Irgendwo. Wo muss ich denn jetzt hoch? Hallo? Ah, ich bin jetzt hier runter. Hi, Freunde. Manchmal kann man schon ein bisschen Spaß mit den Leuten haben. Ich sag, wie es ist. Hallo? Ah, hi. Danke, dass ihr mir... nein, nicht das. Ich will das Teil bewegen. Ja, ja. Alles okay. Gehen schon mehr runter. Wir kämpfen nach meinen Regeln, Freunde. Wir kämpfen nach meinen Regeln. Nicht so, wie es euch gut geht, sondern wie es mir gut geht. Na, seid ihr noch da? Ja. Schau. Und du bist auch noch da. Schau. Ich würde eigentlich gerne auf ihn da unten meine Laserschwerter werfen. Aber ich komme nicht hin. Wer ist denn da noch? So einer. Jo. Gegen diesen Blitz haben die halt echt keine Chance, ne? Ja, true. Ciao, Freunde. Ich will noch hier hochgucken. Ob ich hier nicht jetzt irgendwo noch ein Holocron übersehen habe oder so. Es wäre ungünstig. Aber dann ist es halt so. Imperiale Enterkapseln in allen Sektoren. Alles klar, Kota. Mehr als komische Ansagen machen kannst du auch nicht, oder? Jetzt kommen da so ein paar Jedi raus wahrscheinlich, oder? Ah, so ein Vieh, geil. Ah, ihr habt jetzt Brandgranaten. Das wäre cool. Es gibt euch also nicht nur mit Carbonit, sondern auch mit Feuer. Ja. Und macht es ihm auch scheinbar viel aus, dass ich ihn... Teile selbst ins Gesicht erfe. Nicht so viel. Komm schon. Nein. Alter, der Damage. Die Bewegung sagt mal, wie viel hältst du noch aus? Irgendwie viel. Ja,
Ah, okay. B, ja, B. Alter, wie er ausrastet. Y. Aber es hat irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht mehr was damit zu tun. Weil das war ja beim ersten Teil so, dass die Knöpfe, die man gedrückt hat, auch was damit zu tun hatten, was er macht. Ja, das heißt, wenn ich Y drücke, dann blitzt er. Wenn ich B drücke, kommt Machschub. Wenn ich X drücke, ne, und so. Ist hier gar nicht mehr so. Hier ist es irgendwie... Das heißt gar nicht mehr, schon ab und an, aber manche Sachen sind einfach random. Verbrennung, wer hätte es gedacht? Geil. Da könnte man natürlich auch Verbrennung und Korrosion kombinieren. Und dann hätte man die absoluten Laserschwerter, die übel viel Schaden machen. Ich glaube, das machen wir, wenn, sobald wir genug Macht geteilt haben, das nicht mehr brauchen. Ah, habe ich hier natürlich jetzt vergessen. Immer mal wieder den hier zu machen und schon einfach erstmal die Jedi ausschalten. Die sind auch instant down, ne? Wenn man die quasi dann so ersticht. Da gab's ja im ersten Teil war es nicht so, Alter, ich kann nicht mehr reden, ey. Dann haben die auch überlebt. Ah, hier auch nicht, guck. So, aber manche haben auch überlebt, wenn du wo der das auch immer hinwirft. Nicht auf Leute, die da irgendwie sind oder so? Nö. Ich will nicht die Granate damit zerstören. Oh, sind die dumm, die Leute. Ciao. Ciao, ich habe irgendwie das Gefühl, es bringt denen nicht so viel. Wenn ich Brand auf die werfe. Warte mal, ich will mal andere Sachen auf die werfen. Hier. Naja, keine Ahnung. Auf einmal trifft er mich. Ja, schieß doch. Hallo. Ist hinter mir was? Deshalb du dich mehr angreifen möchtest? Bruder, wie machen wir das jetzt? Zwei Optionen haben wir, ja? Dann halt nicht. So, das kann ich relaten. Ja, jetzt ist B, aber jetzt ist halt Y. Er macht aber keinen Blitz. So, läuft ein bisschen Gas aus. Laserschwerter da rein. Geil. Ne, aber ich drücke halt Y und er blitzt nicht. So, das ist das, was halt... Ne? Okay, da geht's lang. Von da kamen wir. Das heißt, wir gehen erstmal natürlich noch hier hin.